Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Banjo-Kazooie Schraublocker weiter und wir wollen die Pizza-Aufgabe hier noch einmal... Wir wollen das nochmal dran probieren, weil ich der Meinung bin, dass ich das Ganze irgendwie noch ein bisschen besser lösen kann. Und dementsprechend mal gucken, ob das auch tatsächlich so klappen wird. Habe ich es jetzt einigermaßen gut platziert? Ich hoffe sehr. Ja, sieht gut aus. Okay, alles klar. So, go, go, go und Pizza ausliefern. Und bitteschön. Und den richtigen Ausgang finden. Und nicht hängen bleiben. Ach komm. Gut. Aufgabe neu starten. Was war denn das jetzt? Also, ja. Ist doch alles nicht so. Warum kann das Ding eigentlich auch nicht direkt unter dem Pizza... Naja, Dings da... Warum muss ich erst noch hier hingehen? Und das ist, ergibt alles keinen Sinn. So. Nochmal. Neue Runde. Neues Glück. Diesmal nehme ich die Kurve ein bisschen schnittiger. Und kann deswegen entsprechend schnell und gut Pizzen verlieren. Cool. Joa, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so klug war. Hier oben zu dem Typi direkt als erstes hinfliegen zu wollen. Wahrscheinlich war das schwachsinnig. Und ich hätte mir lieber einen anderen ausgucken sollen. Aber egal. Ja, weil der ist sowieso ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen blöd platziert. Eigentlich sollte man zu dem, glaube ich, als letztes hin. Aber egal. So, jetzt muss ich im Endeffekt nur eine Kurve fliegen. Nur eine Kurve. Ich muss ja auch nicht mal landen oder so. Ich muss wirklich nur... Ja, an dem Gestänge hier vorbei... Ja, an dem Gestänge hier vorbei. Tief genug fliegen. Okay, alles klar. Habe ich jetzt überhaupt noch Pizza geladen? Ich hoffe sehr. Auch wenn ich jetzt gerade keine mehr sehe. Ja, doch. Ich habe was verloren. Ich habe was da abgeworfen. Es passt. Es ist gut. Und bitte. Ich drücke meine Hupe für Pizza. Ach, gib einfach her. Pizza. Ich habe übrigens Hunger. Gut. Habe jetzt auch schon wieder eine kleine Weile aufgenommen. Ich glaube, nach der Aufnahmesitzung hier gönne ich mir erstmal einen guten kleinen Snack. Ich wusste, du bist der richtige Bär für den Job. Glückliche Kunden, ein beträchtlicher Gewinn. Gib deinen Leistungsbonus nicht auf einmal aus. Höhöhö. Ich doch nicht. Gut. Danke dafür, Bottles. Vielen, vielen Dank. So. Aber jetzt haben wir bei einem Fahrzeug auch mal was Schönes gesehen. Ausklappbare Flügel. Jetzt wissen wir, dass man auch guten Gewissens Fahrzeuge erstellen kann, die ja so richtig schöne Kombifahrzeuge dann halt sind. Also Moment, mit dir hat man noch nicht gesprochen, oder? Ich glaube nicht. Eine Mischung aus Flugzeug und Auto ist absolut kein Problem mehr. Der Jinjo-Kampf. Guter Bär, erweise mir die Ehre eines Einzelkampfes im Namen der universalen Jinjo-Ehre. Nimmst du an? Ich sag erstmal ja. Um zu gewinnen, musst du mich aus dem Bereich schubsen, während ich natürlich versuche, dasselbe zu tun. Denke daran, du kämpfst im Namen aller Bären. Fang an. Verwöhne den Jinjo mit einem... Ja, ich verwöhne ihn aber gerne doch. So, nur mit was verwöhne ich ihn? Wie wär's denn zum Beispiel mit... dem Schieber. Dem Lokschieber mit Power. So. Hoffentlich reicht das. Oh, das ist eine sehr kleine Arena. Boing, 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 boing. Geschafft. Um Himmels Willen, ich glaube, es ist gebrochen. Ich meine, deine Güte wurde mir wahrlich zugetragen. Die Belohnung gehört dir. Das war glücklicherweise mal wieder etwas sehr Einfaches. Danke dafür. So, gebe mir das Token. Ich habe das Token. Buh. Irgendwie sieht die knuffig aus. So ein bisschen. Ich mag den Gesichtsausdruck. Und das sind nur Aufziehkühe. Das fällt mir jetzt erst auf. Die haben da so einen Aufziehschlüssel an der Seite. Das ist ja total witzig. So, wie sieht's denn aus? Ihr habt doch jetzt erstmal alles hier, oder? Ich glaube. In diesem Bereich... Dürfte ich jetzt eigentlich alles haben? Denke ich mir mal so. Ja, und wenn ich mir das so denke, dann wird es natürlich auch so sein. Denn mein
Geblubber ist Gesetz. Wir kehren zurück nach Showdown Town. Und schalten erstmal ein bisschen ab. So, wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Gigoseum, es ging hier ganz gut voran. Ich habe hier vor allem, ich war hier sehr fleißig. Hatte ich alle TT-Trophäen jetzt hier eingeheimst? Ich glaube schon, oder? Geh nochmal gucken. Was sagt das Spiel? Ja, 3 Puzzleteile. Es fehlt mir nur noch eine beknackte Note. Verdammt! Wo habe ich diese Note übersehen? Und ein Jinjo-Token. Das könnte die erste Welt sein, die wir... Na gut. Alles klar. Der wäre also noch ein Jinjo in dieser Welt gewesen. Verdammt. Ach so, warum... Ich bin auf Abwägen. Ich bin relativ falsch. Moment. Wir müssen uns natürlich noch die Puzzleteile abholen, die hier aus dem Gigoseum mitgenommen werden können. Und diese Puzzleteile waren doch in dem einen Lagerhaus zu finden. Deswegen gehen wir da jetzt auch nochmal hin. Denn wenn schon, denn schon. Wenn ich mir so eine Mühe gebe, dann will ich doch bitte auch meine Belohnung in ganzen Stücken mitnehmen. Danke dafür. So, ich platziere mein Einkaufskörbchen perfekt, um die Puzzleteile gleich in Empfang zu nehmen, damit ich sie im Nachhinein nicht mehr mühselig in meinen Einkaufskorb laden muss. Und ja, jetzt hauen wir. Wir hauen ab, oder? Ja, ja. So, jetzt sieht mich eventuell wieder die Polizei. Nö, oder auch nicht. Warum sieht mich die Polizei jetzt nicht? Doch, jetzt. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich bin schneller als ihr. Ha. Und 44. So. Was wollt ihr jetzt tun? Hä? Was wollt ihr jetzt tun? Wisst ihr doch selber nicht. Bam. Warum? Oh. Manche davon können schießen, manche nicht. Kann das sein? Die blauen können nur schubsen und die roten können eventuell auch schießen. Was wollte ich jetzt noch? Achso, ja. Zu Trophäen, Thomas. Denn bei dem können wir uns ja mittlerweile auch schon 2 Puzzleteile wieder abholen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Schön geparkt. Hatten wir das ja eigentlich schon aktiviert? Ach, leider nein. Das Warp-System wurde gebaut. Ja, ja. Ich glaube, dass es aktiviert ist. Aber wir gehen trotzdem mal kurz gucken. Ja, sieht gut aus. So. Nett, Platz da. Der Banjo Express hat noch viel zu tun am heutigen Tag und möchte auch diese Puzzleteile hier kurz in Sicherheit bringen. Das Terrarium des Terrors. Klingt das bedrohlich? Ich befürchte, das ist dein nächstes Ziel. Die Spielkugel wurde von meiner Fabrik herausgegeben, also hol sie schnell ab und trage sie zum passenden Sockel. Ist eine super Idee. Wir hatten uns beim letzten Mal ja angeguckt da hinten, aber ich fürchte nur, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie ich die Spielkugel da reinbekomme. Kann das sein? In jedem Fall wäre das sonst der Eingang zu einer neuen, mitreißenden und spannenden Welt. Was irgendwie nett wäre. Sagst du noch irgendwas Interessantes, Geistreiches? Wie auch immer dieser Konflikt ausgeht, könntest du wohl für eine Weile kein Verderben anrichten? Von deinem Gebrabbel bekomme ich ernsthafte Migräne. Gleich hier hinter meinem Bildschirm. Okay. Entschuldigung. Hopsala. Wow, okay, ne, ging gut. Alles gut, kein Problem. Der Bär hat alles im Griff. Mal wieder. Oder wird sich da jetzt irgendwie was... Da hat sich bestimmt nichts geöffnet, oder? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ups. So, hopsala. Das war ein kleiner Jump zu weit. Ah, aber der Jump war besser. Okay. Bitte nicht die Polizei ärgern. Bitte nicht die Polizei ärgern. Warum ist hier so viel Polizei unterwegs? So, was mache ich jetzt mit der Kugel? Hui. Irgendwie nicht. Ich wette, ich bekomme das da noch gar nicht rein. Weil ich tatsächlich erst... ich brauche einen Helikopter-Move oder so. Einfach für mein Fahrzeug. Ansonsten kann ich das knicken. Das wiederum bedeutet, dass wir in jedem Fall
im Gigoseum weitermachen müssen. Weil wir ja vermutlich hinter Tür Nummer 4 vom Gigoseum wieder Grunty treffen werden. Und wenn wir Grunty besiegen, gibt es ja wieder ein neues Fahrzeugteil. Das sollte doch der Wahrheit entsprechen, oder? Ich denke ja irgendwie schon. Na gut. Dann machen wir dies so. Was mir nur Frage ist, wenn ich jetzt meine Kugel verliere, wo würde ich sie wiederfinden? Finde ich sie überhaupt wieder? Und warum sind hier Noten in den Strandhäuschen? Das ist mir ja vorher noch überhaupt gar nicht aufgefallen. Vielen, vielen Dank dafür. 249 Noten habe ich auch schon wieder. Hm, nicht schlecht. Da können wir uns ein bisschen was von kaufen. Ach ja, und bei König Jingerling können wir eventuell mit den frisch erworbenen Token auch was Neues machen. Spielen! So, was habe ich denn? Ich habe ein grünes Token, ich habe so ein braunes, ich habe drei rosane. Das ist alles trotzdem noch nicht so... Kann ich irgendetwas tatsächlich freilegen, was mir nutzt? Hier fehlen mir blaue. Generell fehlen mir blaue. Für diese Reihe brauche ich keine blauen, aber das reicht trotzdem nicht. Blau, 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 blau. Blüte Enzian. Ist ja alles doof. Na gut. Grün. Wo packe ich grün hin? Packen grün mal hier hin. So, zack. Denn das hier packe ich... Weiß nicht, packen wir hier hin. Zack. So, drei rosane. Drei rosane Schnuftis. Die packen wir doch einfach mal... Weiß nicht. Am sinnvollsten wäre dann ja wohl hier. Und... eventuell hier... Und hier. Und das rote Dings da packen wir mal hier hin. Und das gelbe Dings da packen wir... Ja, das ist wirklich egal. Packen wir mal hier hin. So. Ich plane schon mein nächstes Unternehmen. Jinjo Fensterputzer. Ja, wird bestimmt ein riesiger Erfolg. Ich wünsche dir dabei sehr viel. Unfassbar viel Glück. Na, jetzt sind wir sowieso schon fast rum. Können wir die letzten Meter zum Hafen ja auch so zurücklegen. Beziehungsweise... Naja, doch. Wir fangen mal kurz an. Zumindest. Wir fangen ganz kurz an. Mit Welt... Wups, 3. Hier gibt's ganze 4 Puzzleteile. Und wo genau möchtest du mit diesem beladenen Wagen hin? Ich werde darauf aufpassen, bis du wiederkommst. Danke. Er wird darauf aufpassen. Ich hoffe, sie ist dann einfach wieder dort oben. Und ich muss die Kugeln nicht irgendwo in dieser Oberwelt suchen. Ich würde es doch zumindest sehr, sehr schön finden, wenn es so verlaufen würde. Und bitte. So. Naja, wir versuchen's. Ein Puzzleteil kriegen wir doch wohl noch hin, oder? Go, go, go. Es wäre auch wundervoll, wenn wir die eine verbliebene Note noch finden würden, die hier irgendwo sein soll. Vielleicht ist sie auch tatsächlich hier zu finden? Ich meine, das wäre nett. Habe ich es irgendwo auf einem Ball einfach übersehen gehabt? Ja, nein, vielleicht. Es wirkt eher nicht so. Mr. Fit, was hast du denn hier so zu melden? Braune Bären können nicht springen. Das halte ich für ein Gerücht. Basketball schlanker. Körbe machen. Das ist es, worum es diesem Erdferkel geht. Denkst du, du kannst meinen Rekord im Slam-Dunking brechen? Das klingt so wie, ich habe den Fahrzeugtyp nicht. Wirf so viele Körbe wie möglich, bevor die Zeit um ist. Es sind sogar Preise zu holen. Oh, ich sollte noch erwähnen, dass der Korb still und heimlich... Was? Triff ein paar Körbe beim Basketball im Gigoseum. Du brauchst ein Fahrzeug, das Bälle durch den Ring in der Luft bringen kann. Ich schätze mal, der Wagen wäre hier nicht sinnvoll. Darf ich cheaten, in Anführungszeichen, mit einem Hubschrauber? Humbas Entwürfe.
Humba Lastwagen, Humba Groß, Humba Keil, Humba Frachtschiff, Humba Schweber, Humba... Humba Chopper. Mal gucken, ob ich cheaten darf. In jedem Fall müsste der Basketball da reinpassen, ne? So. Ich muss 3 Körbe machen. Ergibt Sinn. So. Also, einmal rein. Zackig und knackig. Okay. Hopsala. So. Toll. Ja. Macht schon mal viel Hoffnung. Aber eigentlich, wenn ich mich hier in die Mitte stelle und dann... Ernsthaft? Och komm, das ist nicht dein Ernst. Das ist doch... Jetzt muss ich echt wieder... Das ist eigentlich... Ja, okay. So, das war der erste Streich. Ich habe irgendwas verloren gehabt. Ist egal. So. Wie wäre es jetzt damit? Ja. Hopsala. Ui, okay. Aha. Und hoch. Und wo ist der Ring? Da ist er. Okay. Bis hierhin alles gut. Mehr Bälle. Immerhin. Man darf cheaten. Vielleicht ist es aber auch so gewollt, dass man die ganze Zeit den Chopper eben auf die Art und Weise benutzen muss. So, ich nehme mal stark an. Hoppsala. Boing, boing. Ich nehme mal stark an. Jammer nicht rum. Alle guten Aufgaben werden schwieriger, wenn du sie spielst. Ja, ja. Ist ja gut. Es wird auf eine gewisse Art und Weise so gedacht gewesen sein. Also ich hätte mir natürlich auch eine... Ne, es wäre schwachsinnig gewesen. Eine ultra dämliche Konstruktion irgendwie aus Sprungfedern bauen können oder so, mit denen ich die Bälle nach oben befördern kann. Aber ich glaube, das wäre einfach blödsinnig. So, ich glaube, ich bekomme die Trophäe. Ich würde trotzdem nur des Spaß wegen es probieren wollen. Zumindest noch einen Ball dort in die Höhe zu... Ups. Zu befördern. Nein, ha, oh, komm. Ja, es ist ein Batja. Roll doch nicht so weit weg. Mein Gott, was ist denn los? Ja, gut, okay. So viel zu, ich möchte nur einen einzigen Ball noch da oben mit zusätzlich, aber ist ja nicht weiter wild, ist ja nicht weiter schlimm, ich stelle mich nicht weiter an und ich bekomme zum Glück eine weitere Trophäe, danke. War dann ja nicht so kompliziert, ne? Eigentlich. Yay, okay. Wie schaffst du das immer wieder? Alle meine Rekorde sind gebrochen. Viel Spaß mit deinem Gewinn. Zumindest bin ich kein schlechter Verlierer. Ja, das stimmt. Das muss man dir in der Tat zugute halten. Danke für dieses Basketball-Intermezzo. So, okay. Wer hat jetzt hier noch was zu melden? Da hinten sehen wir Trophäen-Thomas. Da ist... Wer ist das? Ach, Bottles ist das, natürlich. Und irgendwo hier zwischendrin vielleicht auch noch ein paar Gingos oder so. Na gut, wir hören uns mal ganz kurz an, was er zu melden hat. Eine Ladung Blöcke. Willkommen zurück in meiner Welt, Bär. In der Welt des Sports. Können deine Fähigkeiten im Hürdenlauf meinen gerecht werden? Eher unwahrscheinlich. Hürdenlauf. Überwinde die Hürden, laufe durchs Ziel und der Sieg gehört dir. In deinen wildesten Träumen. Interessant. Interessant. Ein an Land stattfindendes Hürdenrennen auf der Arena-Strecke. Du kannst entweder über oder durch die Hürden fahren. Also wähle dein Fahrzeug dementsprechend. Ja gut, dann wähle ich mal mein Fahrzeug. Und zwar... Taunentwürfe. Feder. Der ist aber zu langsam, oder? Weshalb ich da dann jetzt gleich ein... Oh, das ist ja wirklich ein ganz normales Rennen. Ja, weshalb ich da dann jetzt gleich ein... einen neuen Motor dann einbauen muss. Richtig. Damit das funktioniert. Okay. Klingt aber wie eine Aufgabe, die man durchaus auf verhältnismäßig einfache Art und Weise lösen kann. Aber ich würde sagen, das ist dann etwas, was wir beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Ne? Ja,
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal und das sollte auch wieder eine Aufgabe sein, die mir einigermaßen liegt. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein mit Banjo-Kazooie Schraube locker und ich sag dann erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.